Ja, du musst mal ein bisschen lernen, dich durchzusetzen, Kate, mit dem Hund. Es hilft nichts, dem hinterher zu rennen und dann wieder Fisch zu geben. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich eben war. Ich wollte eben noch irgendwas erzählen. Wo wir doch so am heimeligen PC sitzen, noch in der Kälte draußen, in der Wärme drin. Achtung, mir schwant Übles, das sieht schon wieder so. Yuki, böser Hund, du! Wie soll ich da diese Hallung. Was? Was zum Teufel? Wie seid denn ihr Köter drauf? hast du erwischt. Bravo! Jetzt die Amerikanerin. Lauf, Yuki, schnell! Zum Zug! Den Köter. Daneben, Blödmann. Sie ist noch da. Und der Kläffer ist verschwunden. Verpasst ihr noch einen Stein, damit die Sache ein für alle Mal erledigt ist. Da. Davon kriegt sie aber mächtig Kopfweh. Das wollen wir doch, Blödmann. Die will unser Elfenbein. Dein Elfenbein, Igor. Na los, hol den Stein da schnell. Was ein Glück, kann Kate jetzt in der Zwischenzeit nicht weglaufen, sondern guckt panisch links rechts und lässt sich erstmal hier so einen fetten Wacker auf den Dez werfen. Oh. 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 Ach. Hast du nicht gesehen. Ja, und jetzt, bevor wieder irgendwas kommt, diese Felswand sieht so Ice Age-mäßig aus, wollte ich sagen. Also es hat eigentlich nur noch Scrat gefehlt, der jetzt hier in diese Felswand einen Riss reinmacht und dann geht die Welt wieder zum Ende. Da bekomme ich keinen Halt. Der erste Vorsprung ist zu weit oben. Ah, was haben wir noch? Die kleine Axt. Das geht? Alter. Also ich war jetzt solche Aktionen eher von Lara Croft gewöhnt, als... Dass ich sowas einmal tun würde. Erstmal die Brille an und dann... Und dann wie Spider-Man hier. Wie hier der alle Spider-Man die Wand hoch. Was ist denn das? Jetzt geht's nicht mehr weiter, oder wie? Mal gucken. Können wir auch hier irgendwo noch. Ah ja, wir können also auch noch rechts und links. Ich glaube, wir müssen. Ich habe keinen Plan. Also hier geht es noch einen hoch. Ja, und jetzt? Fehlt da noch was? Oder? Kommen wir noch weiter hier nach rechts? Vielleicht können wir dann hier ganz rechts... Ah ja, hier geht es jetzt hoch, wie es aussieht. Ich sehe jetzt nicht, warum es da jetzt... besser klappt. Aber bitte. Allein, dass hier Kate am Free-Climbing-Turm ohne Seil, ohne alles einen nach oben macht, das ist schon krass. Jetzt halt mal ganz links weiter. Dann mal gucken, was das für ein Flugzeug ist, was da meint, jetzt hier bei uns extra abstürzen zu müssen. Also, das ist ja auch alles ein bisschen seltsam, ne? Ah ja, also diese Striche sind also Haltepunkte. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich noch einen hoch und jetzt können wir noch einen hoch. Und dann müssen wir jetzt aber noch wieder einen runter. Jetzt können wir hier nach links. Ich... Alter. Nee, ne? Wir müssen noch einen runter. War also eine Sackgasse. Jetzt müssen wir noch... Alter, das Spiel mobbt mich. Was geht denn ab? Noch einen hoch. Und jetzt musst du doch nur noch da oben greifen. Nur noch dich einmal lang machen und dann greifen und hoffen, dass du nicht runterfällst. Was ist denn da los? Hm.
So, nochmal gucken. Einen nochmal weiter nach links. Jetzt mal kurz am Auge kratzen. Dann geht es noch einen nach links. Wo ich jetzt nicht erkennen kann, warum Kate da Halt haben soll. Aber bitte. Hier geht es auch nicht weiter. Hier sind so eine Griffe. Gehen wir da ganz rüber. Noch einen runter. Also ich kann dieser Wand jetzt nicht ansehen, wo es da jetzt weitergehen soll. Dann gucken wir mal jetzt hier hochkommen, ob das jetzt besser ist. Scheint so, ne? Sorry, Marston, the fish got away. She's slippery. Listen, you have to understand, Mr. Marston. She's holding all the cards. And she's in cahoots with some of the locals. Kenton, you've put me in an extremely uncomfortable situation. Kate's family are getting anxious. Trouble is all our middle names if you don't bag the girl. This ain't no Manhattan turkey shoot, Mr. Marston. The only way forward is on horseback, across the snow. There's this village, and after that, there's nothing. She's gone off her nut. Oh, shit. Dieser Kenton ist ein komischer Kauz, wie es scheint. Am Anfang wurde doch, glaube ich, gesagt, ja, da wird ein Specialist geholt. Ein Mr. Kenton und der klärt. Auch hier, also wir sind jetzt hier ganz oben. Und auch hier gibt es wieder... Boah, das ist ein Labyrinth. Irgendwo hüpfen... Oh. Irgendwo hüpfen die Dalton-Brüder rum, wollte ich gerade sagen. Die sind doch so bekloppt. Großer Gott, das war Hans hinten auf dem Schlitten. Ich muss irgendwie zum Zug zurück, wenn ich sie noch erwischen will. Ja. Ja, Mädel. Also hier geht's erstmal wieder hin. Erstmal gucken, ob man da jetzt... Da geht's auch noch weiter, da kamen wir her. Also ein Hin und Her, aber... Im Gegensatz zu der ersten Stadt finde ich das jetzt hier nicht so verwirrend, möchte ich sagen. Hier mal ein schönes russisches modernes Gerät. Schalten das mal ein. Jetzt können wir hier wohl eine Frequenz einstellen. Ja. Und da müssen wir wahrscheinlich irgendeine Frequenz irgendwas ablesen. Hier habe ich noch irgendwo einen eine Lupe gehabt eben, oder? Ne, das war nur hier. Gucken wir mal, ob wir da hoch können. Ich weiß nämlich noch nicht, was wir hier mit einer für eine Frequenz einstellen. Sonst stelle ich erstmal 4711 oder 0815 ein. Ach du Scheiße. Und das Ganze noch auf Russisch. Gut, also hier das... Mal so C B O, was ist das da unten? Ist das ein W? C O, hä? Oh nö. 3 B C 10, ne? Oben die C, oben C 10. Ja, genau, so, da müssen wir also irgendwas hier einstellen. Ob es hier noch weitergeht, wo die das Ding herhaben. Geht es nicht weiter. Da haben wir noch einen Weg. Ansonsten müssen wir hier mit Try and Error anscheinend dieses Schneemotorrad anpeilen. Oder vielleicht können wir auch irgendwie einen Notruf absetzen. Also keine Ahnung, was wir mit dem Ding jetzt wollen. Oh, und hier sind die Ersatzteile von dem Flugzeug. Und wo ist der Pilot? Boris Tscharow. Da steht es auch nochmal. Boris Tscharow. Oh, guten Tag. Okay.
Okay, wir drehen und drücken. 8, 8, 8. Mhm. Können wir hier was abstellen? Na, da geht der ganze Klumbatsch aus. Also hier haben wir einen Lautsprecher. Jetzt können wir da... So, mit dem roten geht das. Mhm. Also die beiden müssen an sein. Okay. Ich habe keine Ahnung. Also hier können wir irgendwie... mal die 8. Und dann können wir hier senden. Also irgendwie müssen wir hier wahrscheinlich eine Frequenz einstellen. Mhm. Ich gucke noch. B und A haben wir jetzt eingeschaltet und dann hat der Boris ja toll gemacht, ne? Das erinnert mich so ein bisschen, dann gab es mal bei Indiana Jones 3, wer es gesehen hat, wenn man hier das Flugzeug starten muss, da war auch beim Spiel eine riesen Anleitung dabei. Oh, ist der tot? Hallo, aufwachen. Los, wachen Sie schon auf. Stellen Sie sich mal nicht so an. Sie sind gerade abgestürzt. Mhm. Mit diesen Kopfhörern kann er mich nicht hören. Also, der hat Kopfhörer auf? Hallo, aufwach! Der hat Kopfhörer auf, deswegen kann er uns nicht hören. Okay. Und die Funkfrequenz von Boris Charov, die... die müssten wir jetzt irgendwie rausfinden. Dann könnten wir theoretisch ihn anfunken, damit er wach wird, aber... ja. Blicke ich jetzt noch nicht so ganz. Aber die Rätsel sind ja bei Symeria meistens etwas wirr. Von daher finde ich das jetzt nicht so schlimm. Wir haben auch die schöne Musik im Hintergrund, die uns hier ein bisschen beruhigt. Dass wir nicht gleich Enrage gehen. Das schöne Funkgerät. Hier schalten wir das mal ein, das Ding. Ich stelle jetzt einfach mal auf 4 mal die 8. Das ist auch das, was uns das Flugzeug gezeigt hat. Hm. Nix. Hm. Vielleicht müssen wir den Turm drehen. Also im Moment bin ich hier gerade etwas völlig überfragt. Ich guck mal, ob wir noch einen Weg zum Laufen haben. Vielleicht. Da geht es doch nur noch vor. Also hier haben wir diesen Sendeturm. Hier links haben wir den Boris Charov mit seinen geilen Kopfhörern hängen. So, da sind hier die Dalton-Brüder abgerückt. Sind ja hier runter. Der Yuki sitzt, glaube ich, im Zug und freut sich. Ich muss einen Weg finden, schnell zum Zug zu kommen. Ja, ich sehe es. Ja, ich glaube, ich hab's. Wir nehmen den Reserveschirm des Piloten, den wir vorher wecken müssen. Und irgendwo müssen wir jetzt hier diese Sendefrequenz von diesem Piloten hier rauskriegen. Da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen...